Tag, heute ist Sonntag, der 6.3.2016. Und Sonntag bedeutet, dass morgen endlich wieder Montag ist. Das ist ein bisschen doll mit dem Regen. Das wird nix. Ich lasse die Kamera also hier. Das Schlimme ist, ich habe, was heißt schlimm, aber ich habe 12 Uhr Dienst. Das heißt, wenn ich vom Gassi gehen wiederkomme mit Cookie, muss ich auch gleich duschen und zur Arbeit. Ich habe ein Thema, über das ich mit euch reden möchte. Aber bei so wenig Zeit, ja, muss ich mal gucken. Ich werde mir gleich was überlegen. Aber mit Mama muss ich auch telefonieren und dann muss ich mal schauen. Im Zweifel müssen wir alles heute Nacht aufnehmen. Könnte also eine sehr öde Veranstaltung hier werden. Tut mir leid, was soll ich machen? Aber der Regen ist mir echt zu heftig, um die Kamera mitzunehmen. Extra die Kamera laufen. Ich zeige heute, wie du dich auf dem Teppich trocken rubbelst. Und jetzt krabbelst du unter dem Bett und machst du da. Das Dumme ist, du musst ein bisschen mitspielen. Ich habe nichts aufgenommen mit der GoPro, aber ich wollte mal zeigen. Die ist schon schön beschlagen. Und das alles nur, weil die Imprägnierung von der Jacke war. Schuss. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Komm her, zeig dich mal. Guck mal, wie du aussiehst, du Dreckspatz. Angsthase. Eigentlich wollte ich mit euch über Schadenfreude reden und die Freude mancher Menschen darüber, wenn andere scheitern. Aber jetzt muss ich zur Arbeit, also machen wir das später. Worüber wollten wir sprechen? Erstmal einen Kaffee. Ich wollte darüber reden und ihr müsst eher dazuhören. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Stärke heute. Über Schadenfreude und über die Freude darüber, dass andere scheitern. Und da unterscheide ich, weil Schadenfreude ist. Ein bisschen Zucker wäre auch nicht schlecht, aber ich habe keinen Zucker. Zucker gibt es in meinem Haushalt irgendwie nicht mehr. Ja, es sind Grenzen. Schadenfreude ist okay. Also Schadenfreude ist, wenn jemandem ein Missgeschick passiert. So, wenn ich jetzt hier stolpern würde und mir den Kaffee einfach nur verschütten würde, ist das ein Missgeschick.
wo nichts weiter Schlimmes passiert. Oh. Ja, wo nichts weiter Schlimmes passiert jedenfalls und darüber lachen dann die Leute, Schadenfreude halt. Die Freude darüber, dass jemand scheitert, wäre Gehässigkeit vielleicht. Vielleicht trifft es das. Jedenfalls ist es gefühlt irgendwie so ein deutsches Phänomen, aber ich habe das Gefühl, dass es in anderen Ländern nicht so ist. Also Schadenfreude gibt es überall, das ist, jemand stolpert und fliegt auf die Fresse. Alle erstmal erschrocken und dann stellen sie fest, okay, dem ist nichts passiert, haha, das sah lustig aus. Das ist Schadenfreude. Ja, und wie gesagt, ist das gefühlt so ein deutsches Phänomen, dass man Leute gerne scheitern sieht. Wenn, ich habe kein Beispiel. Ich versuche das mal irgendwie zu umschreiben, aber ich habe kein Beispiel leider. Ich gründe eine Firma, die irgendeine Dienstleistung erbringt, denn würde es viele Leute geben, die nur darauf warten würden, dass ich mit dieser Firma halt scheitere und sich dann darüber zu freuen. Aus Boshaftigkeit, Gehässigkeit, extremer Schadenfreude. Und selbst wenn ich eine Dienstleistung erbringen würde, die ihnen helfen würde, würden einige diese Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen, nur weil sie wollen, dass ich scheitere. So weiß ich zum Beispiel, dass es eine Handvoll Leute gibt, die das Vlog von gestern gesehen haben und sich gedacht haben, haha, geht's ihm schlecht, sehr schön, jetzt gibt er auf mit dem Vloggen, jetzt gibt er auf mit, weiß ich nicht, keine Ahnung was, und sich schon innerlich ein bisschen gefreut haben. Deswegen kam mir nämlich der Gedanke, weil ich weiß, dass es diese Leute gibt und ich mich frage, warum? Und es ist nicht so, dass ich das nicht bei mir irgendwann auch schon mal bemerkt habe. Es gibt ja so Leute, die mag man und Leute, die mag man einfach nicht. Aus unerfindlichen Gründen. Manchmal einfach so, weil die erste Begegnung komisch war oder so. Und dann passiert ihnen irgendwas Schlechtes. Oder sie scheitern mit irgendwas und so ein bisschen freut man sich innerlich darüber. Und das ist eigentlich total doof. Ich glaube, ich bin so nicht mehr. Zumindest versuche ich so nicht zu sein. Leute, die ich nicht mag, die ignoriere ich einfach. Und wenn ich mit ihnen irgendwas zu tun haben muss, dann begrenze ich das auf das Nötigste. Und ansonsten sind diese Leute mir eben einfach egal und ich lasse sie ihr Ding machen und fertig. Ja, aber warum sind Leute so, dass sie sagen oder sich darüber freuen, wenn ich zum Beispiel in der Firma mit einem Projekt oder was weiß ich scheitere? Ist ihr eigenes Leben langweilig? Ist es Neid? Eigentlich wollte ich das hier jetzt kurz halten, weil ich schon so lange rumgeeiert habe. Es ist 2:30 und ich, ja, bis sehr spät in der Nacht jetzt noch sitzen werde, dieses Vlog schneiden werde und nicht fertig werde und morgen früh weitermache und das dann alles wieder ganz knapp wird. Naja, aber ja, wie gesagt, ich frage mich, warum Leute dann so sind, dass sie sich darüber freuen, wenn andere Menschen mit dem, was sie da machen, ihrem Projekten, ihrer Firma, wie auch immer, scheitern. Und dann wirklich so sind, dass selbst wenn sie einen Vorteil hätten, die zusammenarbeiten würden oder sich die Dienstleistungen erkaufen würden, selbst dann das nicht machen, nur um zu sehen, wie derjenige scheitert. Ohne konkretes Beispiel ist es doof, aber ich habe wirklich irgendwie nichts. Also nicht so direkt. Naja. Vielleicht schlafe ich einfach nochmal eine Nacht drüber und wir reden morgen nochmal drüber, keine Ahnung. Vielleicht war es aber auch verständlich und wenn nicht, dann bin ich jetzt damit gescheitert, darüber zu reden oder so. Alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Kannst auch nicht beschreiben, ich weiß nicht. Ich bin so schlapp, müde, lustlos, ideenlos, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es scheiße, sich darüber zu freuen, wenn andere scheitern. Stattdessen einfach mal auf den eigenen Scheiß konzentrieren, eigene Projekte voranbringen. Und ja, wenn man merkt, dass man von jemandem Hilfe braucht, dann einfach hingehen und fragen. Und nicht zu hoffen, dass er scheitert. Dann ist beiden nicht geholfen. Und wenn man selbst scheitert, aufstehen, weitermachen. Oder wie war dieser dämliche Spruch? Aufstehen, Krone richten, weitermachen? Naja, so auf jeden Fall. Tschüss.